Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Zelda Tears of the Kingdom. Ja, beim letzten Mal sind wir im Dorf der Zoras angekommen und sind nun auf dem Weg zur Plattform, zur Statue von Mipha, wo der gute Sidon, eins von beiden, sich gerade aufhalten soll. Irgendwo da unten sieht man das Dorf auch noch, genau da. Und ja, ich habe euch mal ein bisschen Kletterweg erspart. Irgendwo da unten hatten wir aufgehört beim letzten Mal. Und ja, ich bin jetzt am anderen Ende von diesem Staudamm, whatever. Da unten sind noch ein paar mehr oder weniger Ruinen oder so. Und da noch ein bisschen mehr, aber da oben wollen wir jetzt hin. Da oben ist auch irgendwo, da ist ein weiterer Schrein, den werden wir, denke ich mal, noch ansteuern bei Gelegenheit, wenn wir dort oben mal ankommen. Da ist kein Croc, schade. Das hier sieht mir sehr nach einer Plattform aus, wo man runterspringen könnte. Ja, würde ich aber eher vermeiden, denke ich mal. Ist, glaube ich, nicht so ganz ungefährlich. Will ich mal so sagen. Ja, werden wir uns jetzt auf den Weg machen zu der Statue. Oh, hallo, ihr da. Auch kein Croc. Ich meine, ich will jetzt nicht alle sammeln, aber wenn man halt welche findet, ja, warum nicht, ne? Schaden kann es mit Sicherheit nicht. Sonst kann ich ihm auch nicht schaden, hier diese Wasserfrüchte noch einzusammeln bei Gelegenheit. Oh, hier sind... Was ist das hier? Barrikaden. Oder so ähnlich. Ja, sorry, dass in letzter Zeit so unregelmäßig Content kam. Würde zwar gerne selber natürlich mehr machen. Also weiterhin regelmäßig. Das Problem war in letzter Zeit, also besonders die letzten Tage, bin ich leicht kränklich geworden. Mir ging es einfach nur scheiße, die Tage über, sag ich mal. Also, es war jetzt nicht so schlimm, wie es schon mal gewesen war bei mir. Aber, ja, irgendwie, irgendwas habe ich mir eingefangen oder so. Das Ding hier kam doch vom Himmel, ne? Wir können es uns doch eigentlich ein bisschen erleichtern dann. Ja, das sieht eigentlich so aus, als ob wir es uns durchaus erleichtern können, hier oben hinzukommen, aus dieser Truhe, die wir mal öffnen können. Riesenleuchtsamen, okay. Ah. Ja, und hier sind wir schon richtig. Miphas Stätte. Und hier ist noch ein Schrein. Achso, nebenbei, es gab hier einen Blutmond noch. Naja, was ich noch sagen wollte, ja, weil ich halt ein bisschen kränklich war, kam eben jetzt nicht so die vielen Videos, wie ich sie gern gemacht hätte. Ich hoffe, dass, ändert sich jetzt die Tage mal wieder. Ich versuch's auf jeden Fall. Hallo Fliege, was willst du hier? In der Schwebe, okay. Aha.
Aha. Können wir hier eine Treppe oder so draus bauen? Nein. Nein. Wobei, geht das? Theoretisch. Es geht. Okay. Ich denke mal, der normale Weg wäre, irgendwas mit diesen Plattformen zu machen. Der normal vorgesehene Weg, aber so geht's ja auch. Okay. Kann man sich hier einfach eine Brücke draus bauen? Nee, das Ding ist zu kurz. Wenn ich die aber nur aneinander baue. Das ist immer noch zu kurz. Bumm. Ich denke mal, da wird es noch einen anderen Weg geben, als nur eine blöde Brücke zu bauen. Aber wir schnappen uns jetzt einfach mal hier noch so ein Teil. Hier mal ein bisschen näher an dich ran. Das ist ja das Schöne an Zelda hier, man kann so ziemlich alles machen. Ja. Mal draufschlagen, dann geht das da aus. Genau. Nein. So, batsch mir das da auch noch kurz dran. Ja. Das ist auf jeden Fall lang genug. Damit wir hier rüberkommen. Okay. Da drüben was? Was sind diese Dinger hier gut für irgendwie nix? Okay. Kommen wir uns das hier mal hierher. Ich denke mal nicht, dass es lang genug ist. Ja. Wobei, es hält. Wir machen hier Sachen, die wahrscheinlich nicht so vorgesehen sind, aber who cares? Es funktioniert, also warum nicht damit leben? Oh nee, schon wieder irgendwas mit einer blöden Kugel. Aber da drüben ist schon Ende Gelände. Und ich fürchte, hier kann ich jetzt nicht meine Plattform benutzen für. Was ist das da für ein Teil? Dieser Block sieht so aus, als ob da irgendwas dahinter ist, ne? Oben ist schon mal nichts. Okay. Wir müssen diese Kugel da irgendwie rüber bekommen. Sieht echt so aus, als ob da irgendwas dahinter ist. Aber irgendwie
kann ich damit interagieren, also seltsam. Oder könnte ich, nee, das ist viel zu lang. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich die beiden da auch noch da dran klatsche und das so, dann können wir vielleicht darüber kommen. Bewegen die Dinger sich eigentlich auch irgendwie anders? Funktioniert? Nee, überhaupt. Okay, wenn man sie aktiviert. Ja. Problem ist. Ich raff das hier gar nicht. Warte mal, was ist das da für ein Teil? Ah. Na toll. Ja gut, die sind. Oh, warte mal. Nein. Nein. So. So kommen wir da oben erstmal dran. Können uns die Truhe hier snacken. Mit 5 Holzfallen. Okay, kann man mit leben. Dann legen wir mal das Teil dahin. Die olle Kugel verbinden wir mal damit. Und hauen da drauf. Und dann denke ich mal, wird das gleiche hier jetzt mit uns sein. Ja, muss ein bisschen weiter runter. Nein, du sollst nur draufhauen. Damit wir das Teil da drauf befördern können. Dann kurz mal aktivieren. Und ich denke mal, wenn ich jetzt mit dem... Ja. Teil drauf schieße. Klappt das? Okay, dann die Kugel da rein. Und Sesam, öffne dich. Ja, der Schrein ging doch. Ist hier sonst noch was? Sieht nicht so aus, okay. Ja, der war doch vollkommen in Ordnung. Der war jetzt auch nicht zu schwer. Das war doch mal ein okayer Schrein. Mit dem man durchaus leben kann. So, nur einer, dann können wir uns eine Kugel mehr. Also, können wir uns wieder ein Upgrade gönnen. Wieso auch nicht? Ich denke mal, als nächstes würde ich mal wieder Ausdauer gehen. Oder 5 Herzen sollten eigentlich erstmal reichen. Sagt er jetzt noch. Naja, Ausdauer geht halt doch sehr schnell hier leer, ne? Das muss man mal so... Dann sehen wir schon Sinon. Aber hier sollen doch diese Fische sein, ne? Ne, das sind nicht Sinon, das ist einfach nur ein Wächter. Diese Aruvana oder wie die Dinger nochmal hießen. Sieht aber aus wie der Typ. Hier sehe ich gerade keine Fischis. Da sind ja einfach nur mega selten. Habe aber auf jeden Fall auch gehört, dass es sie nur hier geben soll. Na gut, nicht nur hier, aber irgendwie überall wird gesagt, ja, geh dahin. Mifa-Stätte, bricht zur aktuellen Lage, Taribon. Er fällt täglich mehr Schlamm. Ein Ende dieser Katastrophe ist gar nicht absehbar.
Wir haben es Prinz Sidon zu verdanken, dass das Wasser, das ins Dorf fließt, zum größten Teil sauber ist. Weil der Gebirgsweg zum Tottosee, an dem Dumja sich aufhält, ist mit Schlamm überzogen. Ein Besuch dort ist nur ratsam, wenn man Wasserfrüchte in ausreichender Menge mit sich führt. Oh, da haben wir ein paar von. Ja, es ist doch, okay. Bist das wirklich du? Sidon, Prinz der Zoras. Ich freue mich so sehr, Link. Denn eine neue Stimme? Oder habe ich dir einfach nur falsche Erinnerungen? Ist schon eine Weile her, dass ich BOTW gespielt habe, also. Ach, Link, wie lange ist es schon her? Es hieß, du seist wohl verschwunden. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Sag schon, was passiert? So ist das also. Unter Schloss Hyrule hat sich etwas Unglaubliches zugetragen. Und später bist du auf einer Insel erwacht, die wie durch Zauberkraft am Himmel schwebte. Der Himmel, ob dort die Wurzel allen Übels zu finden ist? Oder vielleicht die Lösung für all unsere Probleme? Ich hatte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwebenden Inseln mit dem herabfallenden Schlamm zusammenhängen. Daher trug ich einen Zora-Gelehrten auf, unsere alten Schriften und Dokumente durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und den seltsamen Ruinen in Verbindung stehen könnte. Ist jetzt kann leider nicht hier vor Ort, da ich den Schlamm bekämpfen muss, der diesen Ort besudelt. Du musst wissen, hier entspringt das Wasser, das unser Dorf am Leben erhält. Und ich setze meine Kraft ein, die Macht über das Wasser, um den Schlamm vom Wasser zu trennen und es zu läutern. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang von hier weichen, würde unser Dorf von den Schlammmassen erstickt werden. Daher bin ich derzeit Gefangener dieses Orts. Mir sind die Flossen gebunden. Für eine Sache, Norlink. Man nimmt an, dass Prinzessin Zeldas Verbleib mit den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnte. Am besten sprichst du selbst mit unserem Gelehrten. Es handelt sich um den alten Diato. Er sollte am Totosee seine Studien nachgehen. Nordwestlich von hier. Sicher findest du ihn dort. Ich bin wirklich froh, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, Link. Besuche mich gern jederzeit wieder. Okay. Oder tauchen die Fische hier noch nicht auf, weil hier noch alles verschlammt ist? Das könnte sein, ne? Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Warum sind hier so viele Frösche? Da ist schon wieder ein Krog. Wo willst du diesmal hin? Okay, das geht eigentlich. Der ist jetzt nicht so weit weg. Da kommen wir eigentlich, denke ich mal, easy hin. Da gab es schon schlimmere. Na klar, der Schleim hier ist ein bisschen im Weg, aber ansonsten sollte das kein Problem sein. Immer schnell da zu seinem Kumpelfreund zu bringen. Ja. Danke, dass du meinen besten Freund mit dir gebracht hast. Hier, danke. Zwei Scheißhaufen. Dankeschön. Ja, das ging doch, noch relativ easy. Okay. Oh, wow. Da fehlt aber extrem viel Ausdauer. Wenn man hier im Schleim rennen will. Nicht so gut. Okay, ich denke mal, das ist einfach
den ganzen Schleim hier liegt, dass hier noch keiner von diesen Aruwanern da auftaucht. Eventuell müssen wir das Ganze erst reinigen, bevor wir... Oder nee. Ah, hier. Ah. Hab dich. Okay, da war ich aber nur am falschen Fleck. Hallo Mifa, wie geht's denn so? So, jetzt haben wir sogar 3 Stück. Noch besser. Na du. Oh Junge, schön dich zu sehen, Link. Geh dich mal um, das Donnerhorn hat sich verändert. Es ist jetzt ein Park mit einer Statue von Mifa. Sie wacht über meine Wenigkeit und all die anderen Zolas hier. Wir können uns des Schlamms nur erwehren, weil jeder mithilft und bei uns die Statue ihren Schutz gewährt hat. Übrigens, zu Füßen der Statue schwimmt ein Fisch umher, den ich noch nie im Leben gesehen habe. Ich glaube, ich habe vorhin auch einen Platschen gehört. Ob er wohl näher bei Mifa sein wollte und deshalb geradewegs in ihr Becken gehüpft ist? Ja, hab schon ein paar gesammelt. Kann ich hiermit irgendwie interagieren? Ich meine, er hat eine Verbindung mit Mifa. Nö, irgendwie... sagt er gar nichts dazu. Na gut. Ja, dann... denke ich mal, bevor wir... wir haben ja jetzt einen Schnellreisepunkt hier hin, von daher... tun wir mal kurz den Fisch abgeben und holen uns die Rüstung. Ist ja nicht so verkehrt, die zu haben. Erleichtert uns auf jeden Fall so ein bisschen die Reise hier. Wie gesagt, wir haben den Schnellreisepunkt mit dem Schrein, von daher... kommen wir hier ja wieder problemlos zurück. Und ich finde es schön, dass das normale Klettern wenigstens keine Ausdauer kostet. Nur wenn hier diesen Sprung macht, dann kostet es Ausdauer. Aber das ist okay, denke ich mal. So, wo war jetzt nochmal... da oben, glaube ich. Ne, hier. Da müsste die sein. Ja. Da ist sie. Hallo, ich hab ja was für dich. Oh. Guten Abend, Link. Sag, hättest du vielleicht diesmal einen uralten... ja, haben wir. Hab ich. Bitteschön. Ein uralter Aruwaner, ich bin ja so froh. Mit diesem Fisch kann ich deine Zora-Rüstung endlich vollenden. Warte bitte kurz, ich muss zu meinem Werkzeug. Wird überhaupt nicht lange dauern. Ja, zum Glück mit der Schwarzblende. Hm. Bitte sehr, wassertauglich und wie neu. Einwandfrei repariert. Yay! Bitteschön, nimm. Und unser aller Segen für deine künftigen Taten begleite dich. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Die Zora-Rüstung gestattet es Lianern wie dir, Wasserfälle zu erklimmen. Natürlich weißt du das bereits ja selbst. Mögen dir ihre Kräfte auf deiner Suche nach ihrer Hoheit Prinzessin Zelda von Nutzen sein. Ein Schlammwasserfall kann man leider nicht hinausschwimmen. Schade. Diesen Wasserfall solltest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können, Link. Auch wenn er etwas trüb ist. Ich hoffe, dass dir die Rüstung bei der Suche nach Prinzessin Zelda helfen kann. Yay! War sogar eine Hauptmission, okay? Nee. Jo, kein Problem. Denn dann gehen wir wieder da hoch. Wer war ja schon da. Ist ein bisschen seltsam, ne? Weil man kann wahrscheinlich irgendwo anders noch so einen Fisch bekommen. Aber ja, ne? Erste Mal, wo man davon erfährt, ist halt hier.
So, wo sollen wir jetzt überhaupt hin? Er hat irgendwas von Totossee gesagt, ne? Dass sie doch bei der Mifa-Stelle getroffen hat, vermutet, dass das Schwemme aus dem Himmel stammt und lässt daher nun den gelehrten Yato-historischen Dokumente und die Tümmer der abgestorbenen Ruinen untersuchen. Wenn du am Totossee, genau, okay. Der ist da. Dann tun wir uns den mal markieren. So, da hatte ich auch eine Markierung. Ja, ich habe hier allgemein ein paar Markierungen gesetzt, weil irgendwo war irgendwas war. Was ganz nett ist. Oder so. Oder halt interessant war. Ich glaube, da oben ist sogar der Donnerberg oder so. Oder der Todesberg, so hieß der genau. Also das Kronengedönse. Kann zumindest sein. So, okay, da wollen wir hin. Hier sind überall halt auch Gegner, die nerven könnten. Hier ist sogar ein kleiner Posten der ganzen Gegner. Die lassen wir auch einfach mal Gegner sein. Ihr dürft Gegner sein, aber lasst mich in Ruhe. Dann werden wir Best Buddies, ja? Solange ihr mich in Ruhe lasst, lasse ich euch auch in Ruhe. Wir müssen nicht streiten. Das ist unnötig. Immer nur beefen, das muss auch nicht sein. So, wo ist denn der Dude? Nicht in dem Wasser überhaupt schwimmen? Wahrscheinlich. Ah, ich glaube, denk mal, du bist das. Du bist dumm, ja, okay. Oh je, verstehe diese Gelehrten nicht so richtig. Kann er beim Forschen nicht etwas vorsichtiger sein? Hat mich jemand bei meinem kleinen Selbstgespräch belauscht? Also bitte nicht falsch verstehen. Yato sagt, es wäre für die Untersuchung, fasst dabei alle möglichen gefährlichen Sachen an. Als eine Wache macht mich das ziemlich nervös, darum habe ich immer, habe ich ein wenig beklagt. Also, siehst du das Loch da? Durch den Kataklysmus wurden die Klippen zerstört und die alten Ruinen kamen zum Vorschein. Und dann leitete Prinz Sidon eine Untersuchung ein. Das ist das Fachgebiet des gelehrten Yato, daher ist er wirklich begeistert und sieht sich jeden Winkel der Ruinen an. Okay, also sollen wir in diese Höhle gehen. Hallo. Diese eleganten Schwünge, ein Inschrift, wie stürmische Bogen anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen vor langer Zeit angefertigt und uns hinterlassen. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches, Tropfen Wasserbrückte. Oh. So ein Pech, der Text ist nur in Fragmenten lesbar, hm? Oh, Link. Verzeih mir Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel der Zoras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nur sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur noch ein klein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich jetzt noch tun? Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich nämlich sagen, denn das Video ist lang genug. Von daher war es das mit Zelda Tears of the Kingdom für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne, wenn ihr Feedback da, positiv oder negativ bleibt, euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet.
wenn wir dann wohl die... Ja, das Rätsel hier lösen wollen oder so. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.